Herzlich willkommen bei der Urteil AG. Die Urteil AG fertigt kleine und kleinste Komponenten für Armbanduhren und dem Apparatebau der Elektronik und Medizinaltechnik. Ich möchte Ihnen in diesem Video einen kleinen Überblick über unsere Fertigungstechniken geben. Angefangen hat alles 1995 mit einem Leerbauwerk 2BA von der Firma Hauser in Biel. Mit diesem Leerbauwerk fertigte ich damals schon Brücken und Platinen, wie auch Hebel und andere Teile für Armbanduhren. Erst danach hatte ich die erste Drehbank gekauft. Auch diese Drehbank ist noch immer im Betrieb verwendet. Inzwischen modernisiert mit Digitalanzeige und so weiter, aber auch sie wird regelmäßig benutzt. Inzwischen sind wir jedoch in der modernen Zeit angekommen und wir fertigen auf CNC-Maschinen. Die erste CNC-Maschine kam etwa 2001. Das war eine Dynamite DM 2800 mit einer sehr rudimentären Steuerung. Wegen der Steuerung und wegen dem engen Platz, der damals zur Verfügung stand, ich hatte damals erst 40 Quadratmeter, eine umgebaute Doppelgarage, musste die Maschine umgebaut werden. Schaltschrank umplatzieren, neue Steuerung und so weiter. Auch war es notwendig, eine eigene Software zu entwickeln, eine sogenannte CAM-Software, CAM, damit die Maschine rationell am Computer programmiert wird, direkt die Konturen gezeichnet werden können und auf die Maschine übertragen werden. Anschließend hatte ich in einem Bearbeitungszentrum, damals von Wilmer Macodel investiert, einem W400. Dieses Bearbeitungszentrum war jedoch so groß, dass es nicht mehr in den 40 Quadratmetern Platz hatte. Auch in der Zwischenzeit kaufte ich die erste Drahterodiermaschine, eine fantastisch kleine Maschine von Brodder, eine HS100. Es ist die kleinste, nach meinem Wissen, die kleinste Drahterodiermaschine, die existiert. Und damit hatte ich auch weiter Hebel und Federn produziert bis etwa 2013. Seither hat sich auch vieles bei den Fräsmaschinen geändert. Wir haben inzwischen zwei weitere Bearbeitungszentren von Primacon. Eines davon mit 4 Achsen und Drehzahl bis 50.000 Touren. Jedoch haben wir auch eine modernere Drahterodiermaschine von Sodic, eine AP200L und eine Langdrehbank, womit extrem feine und filigrane Drehteile möglich sind. Auch diese Maschine haben wir weiterentwickelt, umgebaut auf Verzahnungstechnik. Viele denken, für Uhrentechnik, das sind kleine, winzige Maschinen. Diese Maschinen sind ganz verschieden. Also wenn es zur Langdrehbank geht, die hat etwa 3,5 Tonnen, die Drahterodiermaschine 4 Tonnen, die Verzahnungsmaschine 1,7 Tonnen, die Bearbeitungszentren zwischen 1 und 3 Tonnen. Ja, es ist alles sehr massiv, damit die Genauigkeit für die Teile erreicht werden kann. Auch haben wir inzwischen uns erweitert auf größere Maschinen, auf größere Vorrichtungen, da der Bedarf im Maschinenbau und besonders im Formenbau immer größere Arbeitsbereiche notwendig wurden. In einem meiner nächsten Videos zeige ich Ihnen weitere Bearbeitungstechniken, aber auch, wie die Teile entstehen, an verschiedenen einzelnen Beispielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.